Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen beim Videoblog der Kraus Kendler Anwaltskanzlei. Ich bin André Kraus, ich bin Rechtsanwalt und ich bin mit meiner Kanzlei spezialisiert auf Entschuldungsfragen. Und in diesem Video geht es um eine der am häufigsten gestellten Fragen, und zwar um eine der am häufigsten bei Beratungsgesprächen gestellten Fragen, und zwar ganz naturgemäß, was darf ich während der Privatinsolvenz behalten? Und zunächst einmal sollten Sie dazu wissen, dass es den Insolvenzverwalter gibt. Was ist der Insolvenzverwalter? Das ist ein Rechtsanwalt, der wird vom Insolvenzgericht bestellt und dieser ist während des Insolvenzverfahrens dafür zuständig, dass Ihr Vermögen, und zwar nur dasjenige, was pfändbar ist, an die Gläubiger verteilt wird. Die zentrale Frage ist also, was ist pfändbar und was ist unpfändbar? Zunächst einmal zum Einkommen. Ihr Arbeitseinkommen ist grundsätzlich nur pfändbar nach Maßgabe der sogenannten Pfändungstabelle. Die Pfändungstabelle, das ist eine Tabelle, in der die Beträge aufgelistet, die Einkommensbeträge aufgelistet werden und Ihnen parallel gegenübergestellt werden die Beträge, die dann abzuführen sind oder beziehungsweise die Aufschluss darauf gibt, wann nichts abzuführen ist. Und nichts abzuführen ist, wenn Sie zum Beispiel keinerlei Unterhaltspflichten haben, wenn Sie keine Kinder haben beispielsweise, können Sie ein Einkommen bis zu 1.080 Euro Nettoeinkommen komplett behalten. Wenn Sie zum Beispiel zwei Unterhaltspflichten haben, also zwei Kinder, dann sind 2.010 Euro netto nicht pfändbar. Jetzt zu den Haushaltsgegenständen. Ihre Haushaltsgegenstände sind grundsätzlich unpfändbar. Das bedeutet, dass Sie nicht befürchten müssen, dass Sie zum Beispiel Ihre Möbel oder Ihren Fernseher oder zum Beispiel Ihren Computer abgeben müssen. Genauso unpfändbar sind Gegenstände, die Sie zur Ausübung Ihrer Arbeit, Ihres Jobs benötigen. Zum Beispiel noch ein zusätzlicher Laptop oder wenn Sie zum Beispiel ein Auto haben, welches Sie benötigen, um damit zur Arbeit zu fahren. Unter gewissen Voraussetzungen ist dieses Auto nicht pfändbar in so einem Fall. Jetzt zu Ihren laufenden Verpflichtungen, zu den Verträgen. Sehr viele fragen sich, wird mein Handyvertrag, wird mein Telefonvertrag oder mein Internetvertrag gekündigt? Darf ich solche Verträge behalten oder sogar meinen Mietvertrag? Solche Verträge dürfen grundsätzlich von keiner Seite gekündigt werden. Zunächst einmal darf Ihr Vermieter Ihnen natürlich nicht kündigen. Oder ebenso wird auch kein Telekommunikationsanbieter Ihnen kündigen. Und auf der anderen Seite wird auch der Insolvenzverwalter diese Verträge grundsätzlich unangetastet lassen. Das heißt, bezahlen Sie die ganz normal weiter und behalten Sie zum Beispiel Ihren Telefonanschluss. Eine ganz häufig gestellte Frage zu allerletzt ist es, ob man eine Finanzierung weitertragen kann. Vor allem ist das bei Häusern sehr relevant. Sehr oft haben unsere Mandanten eine Hausfinanzierung beispielsweise, die sie weitertragen und fragen sich, kann ich trotz meiner Schulden bei anderen Gläubigern diese Hausfinanzierung weiter betreiben? Und das kann man, wenn der Wert des Hauses den Betrag unterschreitet, den noch die finanzierende Bank zu bekommen hat. In solchen Fällen ist nämlich das Haus nicht von Interesse für alle anderen Gläubiger. Das heißt, wenn es zu einer Versteigerung des Hauses kommt, würde keiner der Gläubiger etwas vom Erlös sehen, außer der finanzierenden Bank. Und das bedeutet, dass die Insolvenzverwalter in so einem Fall so ein Haus normalerweise freigeben. Das bedeutet für Sie aber auch, wenn Sie ein Haus finanzieren, dass Sie das weiter tun sollten, bis zu dem Moment, an dem das Verfahren eröffnet ist und Sie mit dem Insolvenzverwalter gesprochen haben, dann kann er das Haus nämlich freigeben und Sie können tatsächlich dann die Immobilie weiter bezahlen und dann auch behalten. Etwas Ähnliches gilt auch bei einer Autofinanzierung, auch so eine ähnliche Formel, wie viel ist das Auto wert und wenn dasjenige, was offen ist, den Preis übersteigt des Autos und zudem das Auto nicht innerhalb des Insolvenzverfahrens abgezahlt ist, dann können Sie es beispielsweise behalten, wenn der Insolvenzverwalter es auch noch freigibt. Sprechen Sie da mit dem Insolvenzverwalter. Allerdings sollten Sie auch hier, also sollten Sie in diesem Fall den Weg bevorzugen bei einer Autofinanzierung grundsätzlich, dass Sie vielleicht jemanden aus dem Verwandtenkreis finden, der da diese Autofinanzierung übernimmt. Weil bei Autofinanzierung sind die Insolvenzverwalter mit der Freigabe weniger freizügig als bei einem Haus. Ich hoffe sehr, dass Sie dieses Video informativ und aufschlussreich fanden. Wir haben für Sie eine Menge juristischer Informationen zum Insolvenzverfahren, zur Privatinsolvenz, zur Regelinsolvenz oder auch zum Vergleich
auf unserer Webseite www.anwalt-kg.de/insolvenzrecht bereitgestellt. Und falls Sie eine persönliche Frage haben zu Ihrer Entschuldung, zu den Gegenständen, den Sie behalten können, falls Sie so eine Frage im Vorfeld einer der Anleitung eines Insolvenzverfahrens haben, können Sie uns gerne über unsere kostenfreie juristische Beratungshotline erreichen und die Telefonnummer, die sehen Sie am Ende dieses Videos eingeblendet. Vielen Dank für Ihr Interesse und gerne bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.